Brüdel. Ich weiß nicht mal, wo ich das Ding starte. Nicht gefangen. Ist das gestört, Leute? So Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Bei uns ist früh, bei mir ist früh. Es ist jetzt 5 Uhr. Der Daniel geht jetzt den Benni abholen. Schmeißt noch schnell seinen Rucksack ins Auto, Hund ins Auto. Und dann geht's zu den Naturseen. Wir werden dort eine Bodenplatte bauen. Was, wofür und wieso, weshalb, warum, erklären wir später. Wir gehen jetzt erstmal Benni abholen und dann sehen wir uns gleich bei dem Erdloch hier. Ach so. Ja. Andi und Gerhard sind auch schon da. Und was wir genau vorhaben, das machen wir mal die Jungs, wa? Lass mal mitkommen. Hi. Guten Tag. Moin. Geht schon los oder was? Geht los, ja. Gerhard, das geht los. Geil. Andi, Gerrit, ja. Was habt ihr denn eigentlich vor? Wir wollen ein Blockhaus bauen. Ja, deswegen ja? Brauchen wir ein Fundament. Richtig. Die Sache ist die, das können ja wir gut, nicht. Das muss ja gut werden. René, wir macht sind das raus. Zum ersten Mal. Ja, ich muss gut sein. Also Baugenehmigung haben wir jetzt nach 1,5 Jahren gekriegt, deshalb kann es jetzt losgehen. Ja. Jetzt wird es, glaube ich, erstmal hochprofessionell eingemessen. Ja. Erstmal einen Grenzpunkt suchen. Ah ja. Punkt. Ach du Scheiße. Genau. Wir haben jetzt natürlich unsere Punkte gefunden. Da ganz hinten irgendwo. Haben wir auch einen gefunden, weil wir brauchen ja die Achse, damit wir uns das reinmessen können, Und das haben wir getan, weil hier und da sieht man so ein bisschen die zwei Stellen, das sind die Außenmaße von der Bodenplatte, von dem Blockhaus. Und jetzt vorbereiten, Maschine, Gelände vorbereiten, dass wir auch fahren können. Dann kann es losgehen. Buddel. Kleiner Running Gag auf unserem Kanal ist, dass immer, wenn Bagger am Start sind, ich ganz laut Bagger schreie. Und das werde ich heute auch noch machen. Ich werde dir nicht verraten, wann, Benni. Ich werde es dir nicht verraten. Na klar, ich Probleme unterbrechen. Was ist hier, ja? Arbeiten. Du oder was? Nicht so sinnlos in Nährbahn hier. Nährbahn. Aber wenn jetzt hier ein Loch tief ist, relativ 60 bis 80 cm machen wir das ungefähr tief und dann schwabber. Wir richten erst mein Laser aus. Und festmachen. Und so. Wie du. Dreht sich. Schon mal gut. So. Wir schauen. Ritt. Okay, das ist mehr oder weniger eins. Sagst du. Dann haben wir jetzt die Oberkante hier, Bodenplatte. Die Bodenplatte ist 20, das hier ist 60 hoch, was wir brauchen. Das heißt, sind wir bei 80. Und jetzt haben wir aber noch 30 cm Höhenunterschied zwischen da und der Platte. Weil hier steht Oberkante fertig, Fußboden 78 Meter und 79 cm über dem Meeresspiegel. Und die hatten wir hier in so einem Plan immer wieder mit drin. Hier steht zum Beispiel 78, 43, 79, 23. Das ist 31 höher. Also müssen wir 31 runter. So, das heißt, wenn man das dann mal hält, ist hier irgendwo die Bodenplatte. Oberkante fertig, Fußboden.
Und jetzt müssen wir auch wieder zurückrechnen von hier. Jetzt die Bodenplatte 20. Da sind wir hier irgendwo. Und dann müssen wir noch 60 dazu. Und dann sind wir dort, wo wir hin müssen. 20. Jetzt 60 dazu. Dann machen wir hier jetzt einen Strich. Und dann muss man Laser festmachen. Dann kriegen wir eine richtig geile Auffahrt. Das machen die Jungs die Million noch. Ach, eine Auffahrt. Ich glaube, eine Einfahrt. Nee, eine Auffahrt. Mit Abfahrt. Und Talfahrt. Und dann, ihr misst hier mal die Höhe so grob durch, dass der René das einigermaßen gut abziehen kann, damit wir nachher den Schotter einbringen können. Der Schotter, ja, die erste Ladung liegt schon dort für die Baustraße. Und die nächste Ladung, die liegt dann später hier drin. Wenn der LKW reinkommt, dann müssen wir so mit dem Radlader hinterfahren. Aber das kriegen wir auch hin. Anni und Gerrit dürfen baggern. Nicht tiefer als das, bitte. Ah ja. Danke. Wenn es geht, so abgezogen, wie es René gemacht hat. Das ist jetzt groß. Easy. 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 Viel zu leicht. Anni, hast du ja gestern schon eine... Wo soll die alle hinmachen? Dann da, dass der nicht so krank oder was? Ah ja. Kannst du auch einen Radlader beladen, wenn du willst? Ach nö. Hallo Bagger. Ich weiß nicht mal, wo ich das Ding starte. Ich sag's ganz ehrlich. Ciao. Fachliche Erklärung für den Vorgang, der hier gerade passiert. Andi baggert. Naja, Hälfte verloren, sah aber gut aus. Bagger! Ich muss sagen, er stellt sich gar nicht so schlecht an, ne? Ja. Ja. Also er hat definitiv schon mal drinnen gesessen. Und wenn ihr das genauso seht, dass Andi so gut ist im Bagger, dann... Ja, wir legen heute. Woche. Nicht gefangen. Ja. Yeah. Wir verarbeiten heute die orangenen KG-Rohre. Wir nehmen 30 Grad Bögen. Weil? Also nicht 30 Grad Bögen, sondern der Winkel ist 30 Grad. Nehmen wir. Umso weniger Kurve das ist, umso sanfter das rumgeht, umso sanfter läuft auch das ganze Abwasser. Und die können wir jetzt schon zusammenstecken. Wir machen eine Wurst. So, mit unseren Gleitmittel. Gibt es 1000 verschiedene Gleitmittel. Und dann ziehen wir das hier so ein bisschen auf. Wenn zu viel ist, ist egal. Das können wir dran lassen. Ja. Bogen 1. Hinstellen. Rein. Reindrücken. Die Naht und hier die Naht. Da kann man die schön gerade zusammenbauen. Puh. Noch die Kästen bauen, die zwei Einzelfundamente. Dann machen wir eine verlorene Schalung und dann schneiden wir uns 6er Bretter und dann werden wir sehen, wie wir die zusammenbauen.
Stand ist jetzt so, Schotter ist drin, verdichtet haben wir es. Wir haben hier die Kästen eingebaut, wir haben einen Lastplattendruckversuch gemacht. Wir hatten hier eigentlich für die Fläche 90 Tonnen Schotter ausgerechnet, da hatten wir schon ein bisschen was mehr gerechnet. Jetzt kam eine Baustraße noch dazu, dann kam hier noch schlechter Boden dazu, da mussten wir noch tiefer. Demzufolge haben wir nicht 90 Tonnen, wir haben rund 180 Tonnen, doppelte Menge, eingebaut. Und jetzt geht's über ins Schalen. Wow! Reddy hat vorbereitet, schau! Wow! Oh, muss er aufs Detail auch achten. Da ist auch ein Hartholzkeil mit drin. Ja. Eigentlich schön jetzt zu sehen, welche Variante man wählen kann. Man kann den komplizierten Weg gehen und die Fähne dort reintreiben. Man kann aber auch den einfachen Weg nehmen, die Fähne dort reintreiben und dann halt eine Knacke. Hält beides und wir sehen beide Varianten. Könnt ihr euch aussuchen, was ihr haben wollt. Grüße gehen raus an Locke. Ich habe mal gehört, das soll man aus der Hand nicht machen, aber es geht. Wenn ich heute noch den Rest ein, ich lege in der Zeit Folie rein. Wofür ist die Folie da? Die Folie ist dafür da, um einfach den Beton einmal vom Fußboden zu trennen, beziehungsweise vom Schotter zu trennen, dass wir einmal ein Kleidlager haben. Und ist einmal dafür da, dass die Beton die Feuchtigkeit nicht so schnell entzogen wird. Zur Schalung. Jetzt nur noch die Feinausrichtung machen wir mit Keilen. Dadurch, dass wir die Flecke selber geschnitten haben, haben wir mehr oder weniger tolle Keile. Weil wir sehen ja hier, dass das unten nicht rausdrückt. Schieben wir den einfach hier so unten flockig rein und heften den nur an. Mehr nicht. Hier ist es oben. So, fertig. Gemacht. So hat Benny gemacht. Und dann? Weiß nicht. Die Bodenplatte ist erstmal fertig eingeschalt, Bodenplatte ist fertig bewehrt. Den Blitzschutz haben wir immer als Ring gelegt. Eine Runde rum. Also sagen. Einmal umlaufen quasi. Und die Enden jeweils an die Anschlusspfanne verbunden. Genau. Jetzt fehlt nur noch der Beton. Der Beton ist unterwegs. Ja. Sehen. Okay. Ich habe genau hingeguckt. War schön? Ja. Wappel, wappel. Was ist denn jetzt vor? Ich hab ABS. Also willst wenn? Du ABS oder willst du? Nee, wenn dann Homebuild so gut. Weißt du, was wir brauchen? Was? So Stempel. Genau. Geil. Kannst du dich mal drum kümmern? Wir haben es geschafft. Bodenplatte fertig, ja? Ja. War wie immer schön. Ja, hat Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und ja, schreibt was Schönes in die Kommentare. Wir gehen ins Wochenende, würde ich sagen. Richtig. Und Reaktion von Andi und Gerrit seht ihr jetzt. Leute,
Wie geil ist denn das Fundament bitte geworden? Bodenplatte. Ist das gestört, Leute? Wir haben die Schalung schon abgemacht. Ihr müsst wissen, Benny und Daniel und René, die sind jetzt schon weg. Ja? Und wir lehnen das hier jetzt im Nachgang auf. Wir sind natürlich auch wie richtige Allmanns direkt noch mit der Wasserwaage dran gegangen, ob die das auch richtig gemacht haben. Und ich sage euch eins, Freunde. Alter, ist mehr als korrekt gebaut. Auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Homebuilt Solutions. Ey, mega. Wirklich, Jungs, ihr habt einen Top-Job gemacht. Das ging fix. Keinerlei Probleme. Ja. Um nichts mussten wir uns kümmern. Das war einfach ein rundum sorglos Paket. Kurs auf die Nuss. Ja. Und an der Stelle, jeder, der die Jungs noch nicht abonniert hat, muss jetzt was tun. Abonnieren drücken, ja? Und ein Like da lassen. Richtig, ist wichtig. Unterstützt die Jungs, ist kein Mord, ne?